Servus und herzlich willkommen, Leute. Wir spielen gegen einen Terraner namens Meister Fry oder Master Free oder Meister Free, keine Ahnung, wie auch immer. Wir spielen auf der Map, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt, ist ja auch scheißegal. Zack, 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 zack. Can you train me? Ja? To play Zerg. What? Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, sowas trifft man dann. Oh. Nee, 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 no, 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 no way, man. No, no way, man. No way, man. Terran. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Overlords. Ei, ei, ei. Ja. Wir brauchen mehr Mineralien. So, naja, dann hätten wir das jetzt auch geklärt mit ihm. Gegen Terraner müssen wir halt unseren Overlord da platzieren. So, ist eigentlich recht riskant, diese Position, die ich ausgewählt habe für unseren Overlord. Aber es ist, denke ich mal, trotzdem nicht schlecht. Wobei, hängen wir hier noch ein bisschen darüber. Dann passiert mit Sicherheit nichts. Oh, wir hätten schon längst einen Brutschleimpool bauen sollen. Ja. Naja, ist ja nicht schlimm. Die paar Sekunden ist jetzt auch nicht so großartig. Wir schicken schon mal eine Drohne runter, die unsere Hatch bauen soll. Ja, ehrlich gesagt, habe ich keine Lust, mit dem jetzt Zerg zu spielen, werde ich auch nicht. Ich habe auch geschrieben, maybe after, und nicht, after dann, ne, also, ihr habt's ja gelesen. So, bis 17 Drohnen wir. So, als nächstes overlorden wir uns schön einen, genau. Und dann wieder eine schöne, lässige Drohne für uns. Wir haben den Overlord hier platziert, damit wir ungefähr sehen, falls irgendetwas von der Rampe aus kommen sollte. Off-Racks oder so, kann ja passieren bei einem Terraner. Hätte ich früher auch oft gemacht, auf jeden Fall. Den schicken wir mal hier hin. Einfach um mal abzuchecken. Und wir machen das wie im letzten Spiel. Safety first. Zweites, zweiter Crawler. Ich weiß nicht warum, ich spiele aber in letzter Zeit gerne Double Crawler. Einfach weil ich sehe hier, nach 4 Minuten, Terraner hat immer noch keine Echse. Ist nicht so gesund, habe ich das Gefühl für uns. Muss ich einfach so sagen. So, unsere Echse ist startklar. Wir bauen mal ein Ovi und ein Ding hier. Wir haben 1 zu 4 abgezogen. Okay, dann haben wir die beiden hoch natürlich. Und wenn ich den Creep hier auch ausbreiten würde, könnte ich beides runter tun. Zack, 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 zack. So, jetzt können wir den Overlord ein wenig nach vorne eilen lassen. Er hat immer noch nichts, okay. Er macht mir schon ein wenig Sorgen, muss ich ehrlich gestehen. So, nochmal hier, zack, zack. Hier bauen wir noch eine Queen auf jeden. Hier auch noch eine. Eine Queen, bitteschön. Das ist schon wichtig. Okay, einmal ein bisschen Creep Spread in every case. Jetzt gib mir mal Minerals, ey. Das kann ja wohl nicht sein, nicht so geizig hier, ey. Schwer. So, solange hier noch keine Echse steht, brauche ich auch nicht wirklich meinen Overlord bewegen. Muss man ehrlich so sehen. Wir machen mal noch einen Creep hier. So, wir haben eine Queen jetzt hier. Die zweite Queen hier. Und wir können eigentlich schon mal die Sammelpunkte zurücklegen. Zack, 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 zack. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein paar Ovis. Was eigentlich
eigentlich fast schon noch intelligenter wäre, wären ein paar Zerglinge. Um genau zu sein, 2 an der Zahl. Machen wir das so, bedrohen wir aber erstmal unsere Gase. Wieso hier keine Dinger mehr sind, kann ich euch echt nicht verraten, Leute, weil ich es nicht weiß. So, der gibt jetzt erstmal seine 3 Gas ab, sonst gehe ich drauf. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Machen wir mal ein paar Ovis hier. Zack, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Zack, zack. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal hier. 1, 2, 3. 1, 2. So, meine Zerklinge sind hier. Zack. Zack. So, machen wir noch ein bisschen Smalltalk, dann ist er auch glücklich. Bauen wir nochmal 2 gegen Drops, baue ich Evos. Na jetzt. Zack, zack. Zack. Machen wir es so. Dann bauen wir unser Leerlein. AC. Zack. Roaches pumpen. Ja. Was hat er geschrieben? Hat er irgendwas geschrieben? Nee, hat er nicht. Zack. Ja, aber ich rechne halt jetzt mit Drops auch. So, sein Scout hat nicht mehr ausgereicht, um das alles zu sehen. Ja, jetzt müssten aber die ersten Overlords schlüpfen. Oder auch nicht. Jetzt ein Problem eigentlich damit, ehrlich gesagt. Meine Queen könnte auch ruhig da lang gehen. So, jetzt. Ja. So, ja, nochmal 2 erstmal. Zack. Zack. Pumpen halt wieder. Okay, als nächstes nehmen wir uns eine dritte Hatch. So wie sie hier im Buche steht. Da wartet schon der erste Tank. Und wir gehen da einfach mal da drauf. Einfach weil jetzt hat er erst, baut er sie erst. Ja, was soll ich sagen? Ganz große StarCraft. Zack, zack. Okay, du Queen gehst mal hier runter, ganz nässig. Und das machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir halt die Overlords noch schnell aus. Ziehen unsere Ovis zurück. So, und dann haben wir hier Roaches, 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 Roaches. Die ziehen wir halt auf die 1. Und dann müssten wir hier, zack, komplett aufdrohnen, bitteschön. So, passt. So, dann machen wir hier den da schön und den da und gehen jetzt in Richtung dritte, um zu schauen, ob er eine hat. Die bedroht er natürlich sensationell, so wie es aussieht. Ja, die dritte hat er natürlich noch nicht genommen. Die zweite nimmt man auch erst, wenn man merkt, dass man eigentlich gar keine Drohnen mehr, man gar keine Mineralien mehr hat auf der Base. So wie sich das Ganze halt gehört. Ich habe meinen Roach Speed verpennt natürlich. So, ja, bauen wir hier unsere Gase und ein paar Roaches. So, leer haben wir auch schon gebaut. Ja, so lange dürfte das Spiel eigentlich auch nicht mehr dauern. Ja, ja, bauen wir zum einen mal das Infestation Pit und mit einem noch hier einen Krawler. So, zack.
Zack. Zack. Und einen nehmen wir da raus. Und den Rest kann man in Roaches pumpen. So, jetzt brauchen wir noch zwei Ovis. Zack, 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 zack. Aha. Ja. Wie ihr sehen könnt, ein Freund, der nicht so gerade Bock hat zu zocken, kann man nachvollziehen. Ja, mei. Müssen wir halt ein bisschen auch noch für Vision sorgen bei uns. Jawohl. Er baut mir zu viele Truppen. Ich habe auch noch nie so einen Bunker gesehen, muss ich ehrlich sagen. Naja, ist ja wurscht. Das Ding ist auf jeden Fall schon mal gegessen. Naja. Ja, was soll ich zu so einem Spiel sagen? Er fragt mich, ob ich ihn trainen kann. Das ist lustig. Verstehe gar nicht, wieso er dann auf einen Goldgegner trifft. Verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen komisch, das MMR, muss man schon sagen. Aber 200 Energie auf den Orbital Command kann man mal haben. An sich gar nicht so, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung. Es war schon irgendwie komisch, der Bild, muss man einfach so sehen. Von daher peile ich das jetzt auch nicht so ganz, wie er darauf kommt. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns, also beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal raus aus diesem Ding hier und dann sprechen wir mal ab, wie es weitergeht. Das war jetzt Folge 8 oder 9, das weiß ich noch nicht genau, müssen wir mal abchecken. Okay, ich bin High Gold mittlerweile, was war er? 26 Karrierespiele, so, ihn machen wir mal Kommunikation blockieren. Er muss mich nämlich nicht dingensen, ne? Pisst mich irgendwie an. Wert der Armee war er zu keinem Zeitpunkt höher als wir. Ist irgendwie traurig, aber naja. Arbeiter aktiv, okay. Upgrades war er immer besser. Aber was bringen ihn die Upgrades, wenn er nicht die Armee hat und auch nicht die Arbeiter? Abbaurate für Ressourcen waren wir immer besser als er und zwar deutlich. Naja, Leute, wir sind High Gold. Mal schauen, ob wir nicht vielleicht sogar noch in Platin kommen heute. Also, ich werde mal ein bisschen noch spielen. Bis dahin, euer Brandy. Chosen.